das Spiel 14 Uhr anfängt, sind wir 2 Stunden vorher da, um die Sachen vorzubereiten. Die Reporter, die Audioanlage, nach schauen, ob die an Strom gewesen ist, die verliert sonst Strom und ob das alles perfekt ist. Und dann werden halt die Karten an den die Nichtinhaber einer Dauerkarte, die müssen sich eine andere erwerben. Da haben wir auch 9 Stück können wir noch, wenn alle Dauerkarten, kommen noch 9 Stück dazu, die auf den freien Verkauf gehen. Das, ich rede jetzt nur von der normalen Zeit, nicht die Corona-Zeit. Corona hat alles durcheinander geschmissen. Also das Team Handicap umfasst die Sehbehinderten, für die wir die Reportage machen. Ich selbst bin zum VfL gekommen im Jahr 2000, vor dem legendären Aufstiegsspiel gegen Union Berlin. Und ich mache das hier im Team seit 2010, also es gibt es seit 2009. Und ich bin im Februar 2010 angefangen, eher durch einen Zufall, weil unser damaliger Fanbeauftragter Zimbo hatte uns gesagt, dass Hubert noch Leute braucht, die für die Sehbehinderten kommentieren. Und wir wurden quasi, also ich und mein Kumpel, sozusagen ins kalte Wasser geschmissen. Und dann machen wir das jetzt seit 2010 zusammen im Team. Also wir sind 3 Zweierteams und wir wechseln uns am Heimspieltag dann immer ab. Es ist natürlich einfacher für meine Gehörlosen, die ich begleite, zu Heimspielen zu kommen, weil sie sich hier natürlich auskennen. Ich habe inzwischen zurzeit 10 Gehörlose, die ich betreue. Das waren zeitweise auch mal 15, bis zu 15 Leute, die lange Zeit auch Fußgänger waren. Das Problem ist bei den Gehörlosen, sie sind nicht nur gehörlos, sondern haben noch weitere Beeinträchtigungen, geistige Beeinträchtigungen und teils auch körperliche Beeinträchtigungen. Die Hälfte meiner Leute sind schon über 70 Jahre alt inzwischen. Im Laufe der Jahre sind wir auch zu Auswärtsspielen gefahren, dann meistens mit der Bahn, weil sie haben ja den Schwerbehindertenausweis, können kostenlos mit den Nahverkehrszügen fahren. Das ist zurzeit alles wegen Corona nicht möglich. Ja, im Moment ist es natürlich eine schwierige Situation aufgrund von Corona, weil wir teilweise ja auch nicht ins Stadion dürfen, so wie jetzt zum Beispiel. Dann können wir die Reportage halt leider nicht machen, weil die Gerätschaften und so, die sind ja hier für Stadion auch ausgelegt und wir können das von zu Hause aus nicht so richtig machen. Deswegen ist es halt für uns eine doofe Situation, weil wir es gerne anbieten würden, aber es gerade nicht geht. Und für die Sehbehinderten ist es halt so, ich weiß nicht genau, ob die dann die Spiele zu Hause gucken mit einem Fernsehkommentator, was natürlich den blinden Reporter nicht ersetzt, aber ich weiß auch nicht, ob die dann die Spiele überhaupt so verfolgen, wie sie die sonst im Stadion hier verfolgen würden. Wenn wir zum Beispiel zu Werder Bremen fahren, das waren ja auch schon einige Spiele, Werder Bremen 2, wo wir dann in dem Nebenstadion waren oder auch tatsächlich im Weserstadion, weil ja viele Osnabrücker gut nach Bremen kommen. Da finde ich, werden die Menschen mit Beeinträchtigungen sehr gut aufgenommen und auch sehr gut betreut. Sie sitzen also vorne in der ersten Reihe. Das ist bei anderen Vereinen manchmal etwas schwierig. Ich finde, dass wir hier beim VfL sehr gut ausgestattet sind, gerade auch für Rollstuhlfahrer. Sie kommen hier ganz bequem in das Stadion rein, es ist nahezu ebenerdig. Ja, wünsche tue ich mir, wenn der Stadion in dieser Liga bleibt oder vielleicht noch eine höher, das weiß man ja alles nicht, mehr Plätze für Rollstuhlfahrer. Wir haben 30 insgesamt, aber da sind wir auch total ausgelastet in normalen Zeit, rede ich immer von. Ne? Und dann für die Wünsche habe ich, für die Gehörlosen, da haben wir auch mittlerweile 10 Fans, die gehörlos sind. Und auch mehrfach behindert, auch im Rollstuhl sitzen zum Teil. Wenn da irgendwie, das gibt es heute in der Technik, dass sie, wenn mal Gefahr aufkommt, dass irgendwas durchgesagt werden muss und von den Stadionsprechern, aber die können nichts hören und nichts sehen und dann sehen wohl aber nicht hören. Die können, wenn sie dann auf die Anzeigentafel, wenn das da erscheinen würde, das ist alles möglich heute.